Hallo und herzlich getrömmelt zu Sonderzeug und Katastrophen. Katastrophe, sehen wir jetzt gleich, ob das eine wird. Neues Spielzeug vom Kai. Ja, ich habe, das war schon lange auf der Liste, und zwar das SRK. Weil es aussieht wie ein Vergnügen. Cold Steel SRK. Ja, ich habe das extra mal mit. Also das ist, ich halte es euch mal kurz in die Glotze. Also ihr könnt es unterscheiden, oder? Das hier ist das Feldkniven und das hier ist das SRK. Sieht ziemlich gleich aus, die Länge ist auch identisch. Der Griff ist ja ähnlich gut auf jeden Fall. Und wir haben hinten das Loch ungefähr auf gleicher Ding. Auch der Schwung hinten raus, also der Huckel hier wie hier, ist relativ ähnlich. Ja. Ähnliche also, Messung. Eine Kopie ist jetzt vielleicht nicht direkt, weil da sind noch ein paar Sachen, die nicht ganz so. Aber das war jetzt nur so zum Vergleich. F1 sage ich schon, genau. Das A1 kommt weg. Und wir kommen zum SRK, SRK zurück. Wir haben eine Zittel oder wie auch immer Scheide. Aus Kunststoff einfach. Mit einem Dengler hinten dran. Ein schönes Loch. Wir haben hinten mit Druckknopf und Klett. Also wir haben beides zum Verschließen, was ich eigentlich ganz gut finde. Der Druckknopf ist Metall. Da kam vom letzten Mal ein bisschen Kunststoff vor. Und das SRK. Das ist beschichtet. Lackiert. Nee, je nachdem ist es so ein bisschen Raptor-Lack-like. Und wir haben einen Hohlschliff. Ja, Leichnose ist ein Hohler. Ja, ganz, ganz minimal. Ich weiß nicht, ob man sieht man da in der Kamera ist immer schlecht, aber es ist auf jeden Fall ein ganz leichter Hohlschliff im Gegensatz zum A1. Das hat natürlich einen balligen Anschliff, ganz klar. Die Schleifkerbe ist okay. Wir haben hinten so ein bisschen noch stehen vom Rohmaterial. Das heißt, die Schneide geht nicht bis ganz nach hinten. Das ist aber völlig in Ordnung. Das ist okay. Es ist ziemlich scharf. Das ist positiv. Es ist ziemlich spitzig. Ja. So. Ich finde grundsätzlich Optik ist schon eigentlich ziemlich cool. Ich mag auch vor allem die Farbe von dem Griff, dieses Grau. Ja, das gibt es mittlerweile auch in Oliv, in diesem Grau. Ich fand das Grau relativ geil. Es liegt gut in der Hand. Bei der Messe passt es. Hinten diese Öse ist aus Messing. Das kam mir auf dem Bild ein bisschen röter vor. Deswegen das Grau mit dem Rot hat mich echt getriggert. Leicht das fand ist ich, es, oder? Es ist ziemlich leicht, ja. Im Gegensatz zum A1 ist es ein bisschen leichter. Was aber auch der Dicke der Klinge geschuldet ist. Mir würde mich mal auch interessieren, wie das Ding hier hinten drin aussieht. Ob da schmale Erlen im Prinzip drin ist. Oder? Ja, ich denke, es wird ähnlich sein wie bei A1, dass man, also ganz, ganz nicht, weil hier oben, man sieht es, relativ gut. Schon ein bisschen scharf. So, hier oben ist, also der Griff und die Klinge ist eben. Ja? Das heißt, die wird also hier unten so leicht reinfallen und dann nach hinten durchgehen. Wobei es wahrscheinlich nicht viel sein wird. Aber ja, gut. Wir haben hier ein 440er, soweit ich das im Kopf habe. Schlagt mich nicht, wenn ich es nicht Link weiß. Ist unten in der Videobeschreibung. Richtig, 60 Ocken kostet das Teil so. Das gibt es noch in länger. So wie halt beim, ich muss immer wieder sagen, aber ich vergleiche es halt leider mal ein bisschen. Mit dem A1 natürlich auch, das gibt es auch länger, dann stand es A2. Das ist nicht 42A-konform, ganz klar, weil das hat auf jeden Fall. Ja, 12 cm. Ja, definitiv. So. Gut. Also, Scheide, das, was uns noch aufgefallen ist, was mir aufgefallen ist, gleich am Anfang, jetzt geht es sogar ein bisschen. Also, das Messer steckt am Anfang recht schwer in der Scheide drin, wirklich schwer. Ja, ich habe es mit einer Hand kaum, also so ist schon ziemlich schwer, das rauszudrücken. Deswegen bestimmt gleich wieder. Gleich wieder böse Kommentare, sonst schmeckt er schon mal, es ist zu leicht, jetzt ist es zu schwer. Ja, nee. Wir sind nie also, zufrieden. Ja, naja, doch zufrieden. Ich sag nur, was mir aufgefallen ist. Entschuldigung, das ist mein Eindruck. Nein, es geht halt ein bisschen. Es geht immer noch, man hört es auch. Ja. Wir haben ja mal ein Video dazu gemacht, hier Gummigriffe und Kaltschneiden und sowas und Abrieb und überhaupt und sowieso. Packe ich euch in die Endcard. Ja, das Schöne ist, dass es tatsächlich spannt, aber an Stellen, wo nicht Griff ist. Das heißt, oder man es fällt einem, also ich habe es schon ein paar Mal rein und raus. Wenn, dann müsste es jetzt hier so ein ganz leichter Ding sein. Das ist der Vorteil bei diesem, ja, man sieht schon ein bisschen, man sieht es so ganz leicht, hier so ein Abrieb vom Reinstecken. Aber das ist völlig in Ordnung. Das ist, ja, kann man so lassen. Jetzt bin ich wieder beim M. Was wollte ich noch? Irgendwas wollte ich noch sagen? Wollte ich nicht mehr sagen? 60 Euro habe ich gesagt. Ja. Eigentlich ein grundsolides Ding. So, dann würde ich sagen, trömmeln wir mal los, wa? Haugen. Scheide weg.
Mal gleich das Widerliche nehmen. Das Widerliche. Habe ich extra mit. Du, diesmal darfst du mal trommeln, trommeln. Ja, klar. Dein Messer. Nachher mal so kaputt. Aber das kann ja nur. Oha. Okay, das ist das absolut grässlichste Holz ever. Aber nichtsdestotrotz. Einmal drin und dann läuft es schon. Fetzt es schon ordentlich rein. Und da haben wir jetzt, also es ist lackiert. Da haben wir jetzt schon, da haben wir jetzt schon die ersten Abriebspuren auf der einen wie auf der anderen Seite. Aber das ist ja völlig okay. Ganz klar. Ja, so läuft es halt. So, dann schnitzen wir gleich mal. Das ist jetzt halt trockenes, hartes Holz. Das ist jetzt, das ist richtig, das ist auch... irgendwas, was Hartes. Das ist ein hartes Holz. Ein sehr hartes Holz. Wie gesagt, dass das hart ist. Also das ist. Oh, also vielleicht soll ich nochmal die Eigenschaften des Holzes beschreiben. Gib mir doch mal schön das A1. Tut mir leid, ich will es nicht, echt nicht. Oder? Das ist auch noch hier. Ich habe auch hier noch einen. Das ist, also. Ja, nee. Ich glaube. Müssen. Geh mal her. Rotschliff. Den Balliger Schliff. Aber auch da. Ist nicht wirklich viel gegeben. Also, es liegt nicht am Messer, es liegt tatsächlich an einem Drecksholz. Jetzt versuche ich es auch mal mit den, aber das da Locken jetzt runter zu kriegen, von Hartholz, ist natürlich eine schwierige Geschichte. Ich weiß nicht, sieht man das einigermaßen? Die Kamera steht ein bisschen weit weg, aber. Oh, ist das böse. Sag mal, das ist, ist das böse, Alter. Du darfst gern. Das ist gerne mal testen. Das ist richtig widerliches Holz. Leck mich Kartoffeln. Ja, tief kommt. Boah. Ja, ich sag doch, es ist sehr trocken und sehr hart. Das Buche ist schon sowas. Kann man der Rinde erkennen, wenn einer was weiß, aber das ist auf jeden Fall ein Hartholz. Das ist kein. Jetzt können wir gleich das Hacken testen. Ja, dann hauen wir rein. Doch, fährt schon ganz gut. Geht schon ganz gut, ja. Ist schon. Es ist halt echt ein leichtes Messer. Gut, die Klinge ist relativ schmal. Also nicht dünn, aber schmal, tief, nicht hoch. Ja. klar, und wie gesagt, es wird kein kompletter Fulltang sein, deswegen auch trotz allem sehr gut kopflastig. Ja. Also es geht schon, trotz des Hohlschliffs eigentlich nimmt es da relativ gut was weg. Man merkt es gleich schon wieder an dem Griff, ohne Handschuhe mit dem Ding, das... Oh, ich fand es jetzt... Ja gut, ich habe doch, ja. Ja, schon komplett, immer noch. Kai hat jetzt schon wieder 2-3 Minuten sieht man, Hand, sieht ja. Man das? Man hat hier so leichte, ich weiß nicht, ob man es auch ist auf der Kamera, aber man hat hier so leichte Abdrücke vom Griff auf der ganzen Hand drauf. Weil man es jetzt halt, das Hartholz natürlich auch ein bisschen noch mehr richtig festpacken muss, sonst will das nicht so ganz. Und das, wie gesagt, das ist absolut widerliches Holz. Sucht man sich geht, auch nicht aus. Aber wir haben dann jetzt gerade nichts anderes da. Bitte schön. Beziehungsweise nicht viel. Jetzt bin ich gespannt. Das wird wahrscheinlich in die Hose gehen. Aber gut, wir probieren. Oh, wobei. Oh. Ist gar nicht so schlecht. Also dafür gar nicht so übel. Das kann man tatsächlich. Jetzt hat er schon. Der Feuerstahl hat schon überall Rillen. Ich muss den mal ein bisschen abziehen, glaube ich. Aber. Ja, doch. Doch. Ja, es sieht besser aus. Es ist halt lackierter. Kann ich gleich mal die Rückseite von deinem Dings da, reine EDC-Messer nehmen zum Vergleich? Achso, ja, das können wir machen. Warum ist jetzt hier überall Scheiße in meinem Der Marder hat wieder hingekackt. Ganz geil. Ist halt nochmal schon was anderes, ne? Ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also es ist im Notfall geht's. Da kann man jetzt nicht viel. Ja, aber. Man kann ja auch hinten noch ein bisschen die Lackierung, die geht sowieso irgendwann flöten. Ja, einmal an Schleifbock. Wenn man es haben will, muss man es einfach kurz nacharbeiten. Haben wir auch gelernt, wir müssen dann nicht so sehr drüber meckern, weil man kann ja alles nacharbeiten. Ja, ja man kann. Aber aus der Packung raus funktioniert es halt nicht so ganz. Ja, gut. Muss es auch nicht. Ist ja eigentlich eher so ein gestechtig Abmesser. Aber gut, wie gesagt, für uns ist das alles Igitt. Ich will mal hier ein bisschen einen kleinen Spreis mit reinziehen. Besonders gut. Dreck am Feuerstab. Also es funktioniert eher so semi-gut. Eher schlecht. Ja, so schlecht. Willst du einen Härtetest machen? Haben wir was da zum Härtetest machen? Du meinst quer? Ja. Ja, das kriege ich irgendwo her, gedeichselt. Muss mal gucken, wo ich da noch... Keine Zeit. Ja, dessen zeige ich euch einfach noch mal kurz das Messer. Warum auch nicht, ne?
falls es noch einer noch nicht gesehen hat. Jo. Vielleicht. Ah, doch, das könnte gehen. Ah, Kai findet gerade was. Das wäre aus dem Schnitzen ein bisschen besser gewesen. Oh ja, das schon, komm, mach nochmal. Das ist ja schön. Das ist jetzt so ein ganz leichtes. So ein ganz leichtes Lockerholz. Ja, da geht's. Da ist es dann nicht ganz so. Ist halt trotzdem ein Rotschliffen leichter, ne? Ja, also. Ja, kann man hier schon machen. Geht auf jeden Fall. Ich komme von der Seite, dann seht das besser. Ja. Also hier kann man dann schon wieder auch feine Löckchen machen. Man muss beim Hohlschliff, finde ich, immer so ein bisschen Fan davon sein, wenn man irgendwie Bock drauf hat. Ja. Ich hoffe jetzt mal, dass da nichts passiert, wenn man das ein bisschen quer trommelt, weil das ist ja wirklich... Seht ihr das? Weich. Seht ihr, sorry, die Finger nicht so? Ja, ich versuch's. So. Ja. Easy. Ja. Ja. Na, guck mal, du hast warum wir hinten auf dem Messer draufhauen und dann noch quer zur Faser? Weil wir es können. Du hast das Holz schwarz gemacht. Ja, es nimmt jetzt immer mehr ab, dieser Abrieb von diesem, von dieser Lackierung. Immer mehr ab, dieser Abrieb. Was ist das für ein Satz, Alter? Keine Ahnung. Es reibt sich immer mehr ab, diese Farbe auf diesem Ding. Der Abrieb nimmt zu. Diesem Ding. Es ist einfach. Also, es geht echt gut durch. Ich, ganz ehrlich, auch das mit dem Betoning war echt super. Das Einzige ist halt, dass der Feuerstahl nicht geht. Aber dann hast du halt einen Striker dabei, wie immer alle sagen. Ich mach das eh nie mit dem Messerrücken. Ja, ist gut. Victorinox-Säge. Kann doch jeder machen, was er möchte. Wir möchten es gerne so haben. Deswegen ist das halt so ein bisschen Kritikpunkt. Nicht. Todeskriterium, aber okay. Fazit, oder? Richtig. Was sagst du? Ist dein Teil. Also für 60 Euro, wenn du, fangen wir mal anders an. Wenn du dir jetzt unbedingt ein A1 haben willst, dann willst du unbedingt ein A1 haben. Wenn du aber sagst, hey, ich hätte gern was Ähnliches, wo nicht mir nicht 250 irgendwas Euro kostet, finde ich das echt eine gute Alternative. Wirklich gut. Kannst nichts dagegen sagen, das funktioniert tadellos. Es sieht auch noch, ich finde, es sieht recht cool aus. Wie gesagt, jetzt gibt es ja auch noch andere Grifffarben in Oliv und in Schwarz und hast du nicht gesehen. Ich glaube sogar Sandfarben. Ihr müsst mal gucken auf der Seite, wie gesagt, wir verlinken es euch. Steingrau. Das ist so Stone irgendwas, glaube ich. Oder so. Ja. Ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, es fasst sich gut an, man kann damit gut arbeiten und für das Geld. Das ist völlig in Ordnung. Wenn es nur so ein Drechselmesser ist, so ein Dreckmesser ist für irgendwelche Mistarbeiten, lohnt sich es auf jeden Fall. Dann sind wir am Ende von dem Video, oder? Wer jetzt bis jetzt dran ist, abonniert bitte den Kanal, lasst einen Daumen hoch da, hilft uns wieder. Teilen, liken, kommentieren. Genau. Und bis dahin, haut rein, Leute. Ciao.